1960. Ankunft im Lager für Sowjetzonenflüchtlinge und Aussiedler in Neuburg an der Donau. Von 1949 bis 1960 waren rund 2,5 Millionen Menschen allein aus der DDR nach Westdeutschland gekommen. Originalton damals. Sie kommen an nach einem lange überlegten, schwer gefassten Entschluss. Nach einer oft abenteuerlichen Flucht. Nach dem nötigen, aber nervenraubenden Zeremoniell der Registrierung. Eine von christlichen Hilfsverbänden organisierte Nikolausfeier sollte wenigstens etwas vorweihnachtliche Wärme ins triste Lagerleben zaubern. Aber sonst warst du im Allgemeinen doch sehr brav, stimmt's? Ja. Kannst du mir etwas aufsagen? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Sehr schön hast du das gemacht. Dafür bekommst du auch jetzt gleich etwas. Ein Päckchen mit Nüssen und Plätzchen reichte für dankbare Kinder und dankbare Eltern, denen auch das kleinste Budget fürs Christkind fehlte. Armut im Wirtschaftswunderland. In einer Stube von 35 Quadratmetern waren 9 Männer untergebracht. Oft hatten die Flüchtlinge ein geordnetes Leben, Freunde und manche sogar die Familie zurücklassen müssen. Verfolgt ihrer politischen Überzeugung, ihrer Religion wegen. Einer der Bewohner, der nicht erkannt werden wollte, war in einen Gewissenskonflikt geraten. Er hatte das Gefühl, im politischen System der DDR nicht die Wahrheit sagen zu können. Viele denken, wir kommen lediglich deshalb, weil es hier mehr zu kaufen gibt. So ist es bestimmt nicht. Deshalb bin ich nicht von daheim weg. Was habe ich dort gelassen? Ein Zuhause, das ich gern habe. Ein Elternpaar. Ich bin Lehrer. Alles das habe ich daheim gelassen. Aber dann kam der Moment, wo ich nicht mehr weiter konnte. Und da habe ich alles sein gelassen. Und jetzt bin ich hier und will versuchen, noch mal neu anzufangen. Vor dem Neuanfang stand die für die Flüchtlinge zunächst unabsehbare Dauer des Lagerlebens. Nicht wenige kannten das Essen aus dem Blechnapf bereits aus ihrem früheren Leben. Besonders viel mitgemacht hatte diese Frau. Zweimal zwangsumgesiedelt und nach 1945 von den Sowjets verschleppt. Waren wir 12 Jahre im Lager. Haben muss arbeiten im Wald, schwer. Und dann haben wir gekriegt Erlaubnis, durften wir fahren nach Deutschland. Kleiderausgabe. Einmal pro Woche öffneten christliche Hilfswerke ihre mit Spenden gefüllten Depots. Alles wurde gebraucht. Originalton 1960. Die meisten Flüchtlinge bringen nur das mit, was sie gerade anhaben. Das heißt aber nicht, sie hätten da, wo sie herkommen, nichts anderes besessen. Seien Zeit ihres Lebens heruntergekommene, in Lumpen gekleidete Bettler gewesen. Viele Westdeutsche fürchteten die Flüchtlinge als Konkurrenz um Arbeit und Wohnung. Doch es gab eben auch die unermüdlichen Helfer, die diese Augen wieder zum Strahlen bringen wollten. Damit die Kinder zu Weihnachten nicht gänzlich leer ausgingen, verpackten Engel der Caritas wenigstens ein paar Nüsse und Bonbons. Und zwischendrin hatten sie noch ein Ohr für die vielen Sorgen im Lager. Diese alte Frau bat um ein paar Winterschuhe. Die Helferinnen mussten sie jedoch vertrösten. Dankbar war sie trotzdem. Kommen Sie am Montag, Freunde. Am Montag, gell? Wie die meisten, die hier in Neuburg an der Donau auf eine neue Zukunft hofften. Und für diese Zukunft reichten Spenden alleine nicht. Wieder Originalton 1960. Wenn Sie aber unter uns leben, bei uns sich wohlfühlen sollen, dann werden Sie vor allen Dingen eines brauchen. Unter den Tausenden, die da zum großen Weihnachtsrummel drängen, ein paar, die ihnen gegenüber guten Willens sind.